So, der letzte Fall. Yes, mein Ball, er liegt wunderbar auf dem Grün, aber das einzige Problem ist, das ist das falsche Grün. Das passiert öfters, als du denkst. So, meinst du, ich kann jetzt mit meinem Eisen einen schönen Divot aus dem Willkommen beim Golfen mit Freude. Reden wir über die Golfregeln auf dem Putting Grün. Das Putting Grün ist ein ganz entscheidender Bereich und es gibt mehrere Dinge, auf die man achten muss, ja, um Strafschläge zu vermeiden und so Schläge zu sparen. Es geht los mit der Puttlinie. Darfst du die Puttlinie berühren? Auf jeden Fall darfst du Schaden da wegmachen. Hier ist eine Pitchmarke und du siehst, ich drücke den Boden runter. Aber damit ich diesen Schaden beseitigen. Ich möchte keinen Vorteil mir dabei schaffen, aber Schaden darf ich entfernen. Was passiert, wenn ich vergesse, meinen Mitspieler zu sagen, dass er oder sie den Ball wegnehmen sollte? Man meint, ach, der ist gar nicht im Weg. Und was passiert? Ja. Du hast es geahnt. Ich habe den Ball berührt. Es gibt zwei Strafschläge. Ja, zwei für Dummheit. So merke ich mir das. Für Pech ein Strafschlag, für Dummheit zwei. Und wer bekommt die zwei Strafschläge? Nein, nicht der Besitzer dieses Balles, sondern ich bekomme sie. So immer vorher fragen, bitten, bitte zu Ende spielen oder markieren. So, wir wissen alle, dass wir jetzt die Fahne drin lassen dürfen. Ich nehme sie dann raus, wenn sie ein bisschen falsch hängen. Also diese Fahne hängt ein bisschen zum Ball. Dann nehme ich raus. Aber irgendwas wird jetzt nicht stimmen. Ich benutze die Linie auf dem Ball für meine Ausrichtung. Und dann plötzlich sagt mein Flightpartner mir, oh, du hast leider einen Strafschlag bekommen und ich frage ihn, warum? Ja, ich habe den Ball nicht markiert. So, bevor du den Ball aufhebst, entweder markieren und bitte ganz dicht am Ball. Das hat ein Abonnent mir geschrieben, absolut. Und mit einem Geldstück. Was viele nicht wissen, man kann den Putter auch benutzen. So, du hältst den Putter daneben und jetzt darf ich den Ball aufheben und ich darf so hinlegen, dass die Linie zum Loch zeigt. Ja, das passt. Und jetzt ist alles in Ordnung und ich bekomme keinen Strafschlag. Oh, das ist spannend. Übrigens, falls du Fragen hast, vielleicht über Thema Grün, schreibe bitte dein Kommentar oder Fragen. Ich werde versuchen, alle Kommentare zu beantworten. So, was ist hier passiert? Ich habe einen Wahnsinns-Chip gemacht und der Ball ist gegen die Fahne gekommen und der ist da eingeklemmt zwischen Fahne und Lochkante. Ist dieser Ball eingelocht? Viele sagen, nee, du musst erstmal die Fahne ein bisschen schubsen, dass der Ball runterfällt, dann ist er gelocht. Das ist aber nicht der Fall. Du musst gucken, ob irgendein Teil des Balles unterhalb der Oberfläche ist. Und da sehe ich so ein Fünftel des Balles ist tatsächlich unterhalb der Oberfläche. So, dieser Ball ist eingelocht und ich muss das nicht tun. So, was ist, wenn der Wind den Ball bewegt, während ich zum Ball laufe? Oder, oh, das ist uns allen passiert. Was ist, wenn ich einen Probeschwung mache und den Ball berühre auf dem Puttinggrün? Bitte, das ist ganz anders zum Fairway. Wenn du dort einen Probeschwung machst und den Ball berührst, das ist nicht gut, das bedeutet Strafschlag. Aber am Abschlag, wenn der Ball auf dem Tee liegt und du den Ball da bewegst, das ist wieder straflos. Aber wir sind jetzt auf dem Grün. Und ich wollte das nicht tun, ich habe den Ball bewegt. Oder beim Ansprechen des Balles, da konzentriere ich mich nicht und der Ball bewegt sich.
In allen diesen Fällen auf dem Putting-Grün ist das keine Strafe, aber der Ball muss bitte zurückgelegt werden. Okay, so da sind die Golfregeln etwas freundlicher geworden und einfach zurücklegen. So, es gehört nicht zu den Golfregeln, aber reden wir kurz über Ready Golf. Bitte, wenn du Ready Golf spielen möchtest, rede mit deinen Flightpartnern darüber vor dem Spiel. Das ist wichtig, damit es nicht ein Durcheinander auf dem Grün gibt. Und dann durch das Durcheinander und immer wieder Fragen, wird das Spiel langsamer und nicht schneller. Aber gehen wir davon aus, dass ihr es abgesprochen habt. Das ist dein Ball, das ist der Ball des Mitspielers. Er ist immer noch am Marke suchen in seiner Tasche und du pattest deinen Ball. Und was passiert? Der Ball bricht dann plötzlich nach rechts weg. Bitte, wenn es solche Situationen gibt, dann markiere bitte deinen Ball. Und warte, bis dein Mitspieler gespielt hat. Weil er wird den Putt machen. Oh, du wirst das Break sehen. Und dann wirst du wissen, wohin du ziehen solltest. Und die Chancen, dass du lochst, sind viel größer. Ich möchte aber auf gar keinen Fall sagen, dass langsames Spielen okay ist. Ist es gar nicht. Golf ist ein Sport und wir wollen zügig zurechtkommen. So spielt man sowieso besser, wenn man nicht so lange über dem Ball steht. Aber solche Situationen, nutze diese Information aus. So, der letzte Fall. Yes, mein Ball. Er liegt wunderbar auf dem Grün. Aber das einzige Problem ist, das ist das falsche Grün. Das passiert öfters, als du denkst. So, meinst du, ich kann jetzt mit meinem Eisen einen schönen Divot aus dem Grün schlagen? Nein, bitte nicht. Suche bitte wieder den nächstgelegenen Punkt, wo du, da ist mein anderes Grün, was ich etwas verfehlt habe, wo du frei schwingen kannst, messe eine Schlägelänge, ja, und jetzt kann ich spielen, ohne das Grün zu beschädigen. Vielen Dank für das Zugucken. Ich hoffe, dass diese Regelinformation dir hilft. Falls du mit mir im Urlaub trainieren möchtest und spielen möchtest, dann schau bitte unter diesem Video. Ich habe noch im Herbst zwei schöne, spannende Reisen.